Die Qual der Wahl hat für mich einige interessante Ansätze. Die Art, wie der Film teilweise daran geht, das amerikanische Parteiensystem und vor allem das amerikanische Wahlsystem zu persiflieren, ist, finde ich, durchaus interessant, funktioniert aber alleine schon deswegen nicht, weil man sich dazu entschlossen hat, zwei absolute Vollidioten in das zentrale Rampenlicht des Films zu stellen, wo man sich sofort sicher sein kann, dass kein einziger von den beiden ansatzweise wählbar ist für irgendwelche denkenden Menschen und dass bei dieser Wahl eigentlich das Ergebnis 98% ungültig ausfallen müsste. Dadurch sind dann vor allem diese immer obszöner teilweise werdenden Einfälle vor der Wahl, vor allem kurz davor, etwas übertrieben, etwas unnötig und dadurch geht der teilweise interessante Ansatz und die manchmal gar nicht so unclever geschriebenen Persiflagen aus dem Drehbuch wiederum verloren. Das Ende ist klischeehaft, wie es klischeehafter nicht sein könnte, fast schon schmerzhaft. Die Bösewichte, Dan Aykroyd und John Lithgow, werden viel zu wenig und viel zu intensiv und vor allem unlustig eingesetzt. Es ist die Qual der Wahl im Endeffekt ein Film, der einige unterhaltsame Momente zu bieten hat, wenn man auf diese amerikanischen Vollidioten-Blödel-Comedies steht. Er ist nicht so peinlich wie viele andere vergleichbare Filme, aber er ist im Endeffekt auch einfach zu harmlos, um wirklich sowohl als Parodie als auch als Komödie wirklich einen bleibenden Eindruck beim Publikum zu hinterlassen. Harmlos für zwischendurch, wenn man wirklich mal gar nichts anderes zu tun hat, ist der Film möglicherweise geeignet. Ansonsten würde ich eigentlich so gut wie alle anderen Aktivitäten bevorzugen, vor allem bei dem schönen Wetter.